festhalten. Da freue ich mich jetzt, dass wir einen Mann haben, der das mal von außen betrachtet. Wir haben ja jetzt sehr viel über die Probleme 25 Jahre nach dem Mauerfall geredet. Da ist doch gut, dass wir einen Gast hier haben, der aus dem Osten kommt, der da aufgewachsen ist, in Sachsen-Anhalt und in Berlin lebt und in ganz Deutschland herumreist und auftritt. Und der kennt beide Welten. Und deshalb kann er uns vielleicht erläutern, wie der Ossi auf den Ruhrpott guckt. Nils Heinrich. Ja. Hallo Oberhausen, hallo Ghetto. Jedes Mal, wenn ich in Oberhausen durch die Innenstadt laufe, dann frage ich mich, wie sieht das denn aus? Hat hier die Zombie-Apokalypse stattgefunden oder was? Warum ist die Innenstadt so leer? Wo sind die ganzen Menschen hin? Dann denke ich kurz, na wo wohl, auf Arbeit, auf Montage. Und dann fällt mir wieder ein, ich bin in Oberhausen und nicht in Sachsen-Anhalt, wo ich herkomme. Vor vielen Jahren, als ich da weg bin, mit den anderen, die da auch weg sind, sah es da hinterher genauso aus wie hier jetzt. Das Leben spielt sich draußen im Gewerbegebiet ab und die Innenstadt ist leer. Hier und da liegt ein Laubhaufen, in dem ein Rentner mit dem Rollator feststeckt und nicht mehr rauskommt. Und in den wenigen Geschäften, die in der leeren Innenstadt noch übrig sind, warten Verkäufer mit leeren Augen den ganzen Tag vergeblich auf Kundschaft. Das ist die Situation. Ich habe es ja mit eigenen Augen gesehen. Es ist wie im Osten. Die gut Ausgebildeten, die Jungen, die Fitten, die ziehen weg. Stand in der Zeitung, immer mehr junge Menschen verlassen Nordrhein-Westfalen, verlassen das Ruhrgebiet. Sie gehen in den Westen. Der neue Westen ist allerdings jetzt der Süden, also Baden-Württemberg und Bayern. Wer bleibt hier zurück? Die Alten, die Schwachen und die Hoffnungslosen. Und die sehen, dass sich nichts ändert, dass es immer schlimmer wird. Und die sind so dermaßen verzweifelt, dass man einige von denen schon im Garten der Prager Botschaft gesichtet hat. Ja? Die hocken da rum und warten, dass der Genscher sie rausholt. Schlimm! Das ist ja nicht nur in Oberhausen so. Geh mal nach Wuppertal, dasselbe in Grün, nur noch schlimmer. Fährt nicht mal mehr die Straßenbahn. Das Schienennetz ist so marode, dass die Bahn in Wuppertal durch die Luft fliegt. Ja? So schlimm wie im Wuppertal war es ja nicht mal bei uns im Osten. Außerdem patrouillieren im Wuppertal kleingeistige Kontrollfreaks, die den anderen ihren Willen aufzwingen wollen. Ne? Ob die sich nun Scharia-Polizei nennen oder rechter Stadtschutz, ist egal. Bei uns im Osten gab es solche Hohlbirnen auch. Die sind auch uniformiert rumgelaufen, nannten sich aber Abschnittsbevollmächtigte. Oh Mann, was ist denn aus dem guten alten Westen geworden, denke ich mir immer. Ja? Wenn hier mal ein Sturm alles ein bisschen durchlüftet in der Landeshauptstadt, dann fliegen da die Dächer von den Häusern und die Bäume kippen um. Das Land liegt in Trümmern und die Chefin ist nicht auf dem Handy erreichbar. Auch das erinnert mich an früher. In der DDR war auch keiner auf dem Handy erreichbar. Ne? Wenn ich mir die Autos allerdings angucke, die hier in Oberhausen rumfahren, was sehe ich denn da? Die Leute fahren Dacia. Ist ja schlimmer als bei uns im Osten. Ja, wir hatten wenigstens Trabis. Aber hier Rumänen schleudern. Wie kaputt ist das denn? Nur wenige Besserverdienende können sich richtig schöne Westautos leisten. Und diese schönen Westautos, wo werden die gebaut? Bei uns im Osten. Ja? Ich rede aber nicht von den Nutzfahrzeugen. Also ich rede nicht von Opel oder Ford. Ja, ich meine die richtig guten, teuren, fetten Kisten, die die Oberschicht fährt. Wenn man sich das mal anguckt, morgens vor der Grundschule, ein fetter Stau aus SUVs, aus diesen luftbereiften Reihenhäusern, ne? Porsche Cayennes. Wo wird der Porsche Cayenne gebaut? In Leipzig. Ha, deutsche Hausfrauenpanzer für deutsche Mütter. Die deutschen Mütter sind besser ausgestattet als die deutsche Bundeswehr. Als Privatperson kriegst du schneller einen Panzer, als wenn du sagst, hier, ich bin die Bundeswehr. Ne? Das ist der einzige Unterschied zur DDR. Da kam der Panzer schneller als der Trabi. Anfang der 90er, nach der Wiedervereinigung, hat die Bundeswehr einen großen Fehler gemacht. Sie hat die ganzen guten ehemaligen NVA-Panzer an die Türkei verschenkt. Da fahren die heute noch. Bei der Bundeswehr fährt nichts mehr. Ja? Im zivilen Leben war es ja so ähnlich, die lieben Westdeutschen. Da habt ihr nach der Wende den Ostdeutschen teuer eure Gebrauchtwagen verscherbelt. Ja? Damit haben die Ostdeutschen das schnelle Fahren gelernt. Auf nagelneuen Straßen. Und nun verkaufen die Ossis ihre Gebrauchten an euch, damit ihr auf euren Schlaglochstraßen langsam fahren lernt. Ja? Aber man muss ja auch... Aber man muss ja auch die guten Dinge sehen. Hier in Oberhausen, in der Innenstadt, gibt es immer freie Parkplätze. Also rückblickend muss ich sagen, die Wiedervereinigung ist super gelaufen. Für uns. Was hat sie euch gebracht? Merkel, Gauck und den Chef der GDL. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Nils Heinrich!